Ich finde das auch super, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid die Ersten, wo ich denke so, ey, ihr redet mit den Menschen, das finde ich großartig, das ist die Polizei, der Schutzmann, wie man ihn von früher kennt, wie man ihn eigentlich haben möchte, man möchte ja reden. Sie halten sich an diesen Schlauchregeln, das heißt, Sie haben alle einen, was Sie gedacht haben. So, dann kann ich Sie nicht reden, wenn Sie jetzt wieder sagen, was ich nur sagen wollte, ist, man muss nicht mit Schildern rumrennen und Widerstand zu zeigen. Es reicht einfach da zu sein. Da sage ich jetzt die andere Seite, wenn ich etwas zu sagen habe. Wir haben den Abschluss. Also, jedenfalls, genau. Ich habe eine Frage, und zwar. Ich glaube, die sind froh, dass sie draußen sind. Ich habe mal mit so einem Motorradpolizisten gesprochen. Den habe ich so ein bisschen an der Nase umgeführt. War ganz lustig. Aber er würde lieber zu Hause mit seinem stinkenden Rasenmäher den Rasen mähen, wie auf dem Motorrad sitzen. Ja, gut, das würde ich natürlich machen. Aber ich finde das auch mal. Ich wäre lieber zu Hause. Aber ja. Gärtner werden. Aber vor allem im Ruf, vor allem verschlossen ist. Ich bin auch belächelt. Das finde ich gut. Ja, das Also wenn die Polizei nicht da wäre, dann würde es hier einmal oben runterlaufen, dann wäre es gut. Aber ich habe mal mit einem von den hohen Herren hier mal ein Gespräch geführt, das war bei der Demo. Die haben genauso Angst, die müssen auch ihren Scheck bezahlen. Die wollen auch ihre Familie durchbekommen, für die ist das auch alles eng. Für jeden ist es eng. Ja, klar. Und die da oben, die lachen. Ja, aber im Osten sind die Polizisten, dann setzen sie den Helm ab und laufen mit. Die sagen, nicht von so einem Arsch. Ja, aber es gibt auch wieder andere. Gibt, ja, die kommen aber dann auch hier in Dresden. Die waren ja noch bei Westfalen, die dazwischen hier haben. Da sind die ganz anders drauf. Ich war da schon mal im Osten. Die setzen nur einen Helm auf, wenn die Linken kommen. Dann setzen sie einen Helm auf. Also jetzt. Das waren hier nix. Bin ich mehr in Thüringen. Aber guck mal hier, das ist doch schön. Guck mal, immerhin eine Sache hat dieser Platz noch. Hier. Das ist doch groß, zu nah dran. Nein, die dürfen das. Also von mir aus haben sie die Erlaubnis. 1,50 Meter Abstand. Ja. Ja, wie kriegen wir denn das mit den Kindern hin? Ja, so gibt es doch nicht mehr. Da hat der Böhmermann auch gesagt, Kinder sind ja wie Ratten. Ja,
ist ja wohl unglaublich. Die scheiße. Ja, aber nie guckt den Idioten, ich den schon sehe. Ja, aber alleine die Aussage, sowas kommt. Der darf das ja sagen. Ja, das ist alles was. Aber, ich meine, Uniform und Pferd, das kommt natürlich so. Ja, ich bin auch so. So eine Mädchenfrau. So, Meister. Und? Ja, alles soweit ganz gut. Den gelben Mann hast du ja auch mitbekommen, ne? Gesehen. Wieder im Himmel nicht. Er hat Fotos auch gemacht. Ja. Ja. Ich hab also, kennt ihr euch beide eigentlich? Ja, wir haben letztes Mal aber schön miteinander gequatscht. War ganz lustig gewesen. Ich hab versucht, bei ihm einen Witz anzubringen, aber der kam nicht. Hat nicht ganz so gezündet. Ach so. Ja, müssen noch ein bisschen arbeiten, aber ja, das kriegen wir noch hin. Wir werden bei so einem Polizeiaufgebot mit ihm mal vielleicht zu witzen. Ja. Jede Art von Versammlung, dann haben sie vier Mädchen als Versammlung gewählt. Ja, ich hab die da vorne noch abgefilmt. Ja, mit 2G. Jede Art von Versammlung mit 2G. Abgebrochen! Es ist geblutet, genauso wie hier. Was ist abgebrochen? Fingernagel? Fingernagel, ja. Das ist, kann doch nicht wahr sein, sowas. Ja. Mensch, Drama. Genau. Ja. Ich puste mal. Ich puste mal. Richtig aufsetzen. So, wird wieder. Ja, da geht's dann besser bei den Jungen. Pass ab. Ey! Ja, die sind da zum Mittwoch. Kanada, ich hab's jetzt. Kanada, Hacker auf dem Weg. Und ich hab einen.